Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play mit mir, dem Gunshot. Diesmal auf dem Langhangdamm und wir sind diesmal als Pionier unterwegs. So. Schauen wir mal, was wir machen können. Da hinten Heli. Sie wahrscheinlich hinter das Gebäude bezogen. Dann nehmen wir doch erstmal den Kampfhelikopter hier. Er will seine Flares nicht nutzen, wie scheint. Ist auch direkt weg. Aber er hat die Flares genutzt. Und sehr gut. Da haben wir einen Gehilfe zumindest. Fliegen wir ein bisschen weiter rum. Ich bin bisher ganz froh, dass anscheinend der Flak von denen noch nicht besetzt ist. Scheint es zumindest. Jetzt wäre ich nämlich schon wieder lange abgeschossen worden. So. Den Panzer haben wir leider noch nicht großartig was einzuwenden. Ja, der Jet bearbeitet uns jetzt schon ganz schön. Wird auch erstmal nicht von uns ablassen, denke ich. Wir ziehen uns erstmal. So, da hinten haben wir ein Boot. Ist auch wieder schlecht. Weiter, wir versuchen uns einfach immer weiter. Ein paar Tage verlanden wir ja. So, wir haben jetzt gerade mal das ECM-Radar-Störsignal eingesetzt. Ja. Eine Mumpel hatten wir noch drin, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Und Schiebkorn. Okay, wir fliegen erstmal weiter. Jetzt werden wir natürlich wieder von einem Jet beschossen. Die nerven ganz schön ab hier auf der Map. Ich weiß nicht, was unsere Luftwaffe macht hier. Hoffentlich nicht Kaffee trinken. So, wir nehmen wir ein Boot. Da brauchen wir uns direkt mit einlassen, dass wir uns schneller runter als wir gucken können. Und da ist er wieder. Mensch, nervt das Ding ab. Ja, wieder ECM-System. Den haben wir bekommen. Tja, das war wieder klar. Weil sie niemanden haben, auf den sie sich sonst konzentrieren müssen. So. Ja, Vorwürfe sind gut. Ich selbst natürlich keinen Bock auf Jet. Aber das mal zu Fuß weiter. Versuche ein bisschen mit dem Squad hier das zu reißen. So. Ja, apropos reißen, ich werde gleich zerrissen. Fällt mir schon grad gar nicht, was hier gerade läuft. So. Minimap sagt, er ist hier draußen, rechts irgendwo. Wir sehen tue ich ihn nicht. Ich renne mal hinterm Gebäude lang. Wir kontrollieren jetzt Einsatzziel Charlie. Und hoffe, dass ich ihn da irgendwie erwische. Ja, mich hat er gesehen, ich ihn nicht. Okay, unten war er auch nicht. Ich könnte auf der Minimap jetzt leider den Höhenunterschied natürlich nicht erkennen. Ja, hau einfach mal die Wand weg. Und der ist weg. So. Hier ist aber noch jemand. Jetzt würden wir natürlich den Flaggenstatus auch verändern. Da draußen. So. Schön, dass du die Wand wegholst. Dadurch hast ich jetzt keine Deckung mehr. Du kein Leben. Ich jetzt auch nicht mehr. Ja, hat sich hinter Maserati versteckt. Da ballere ich nicht drauf. Schon aus Prinzip. So. Wollen wir mal helfen, Bravo zu nehmen? Wollen wir
nochmal den Panzer. Na, jetzt habe ich den LKW getroffen. Den haben wir getroffen. Fahrzeug wenigstens ausgeschaltet, auch wenn natürlich unser Eliminator 69 schon ausgestiegen ist. Ich hoffe, er steigt nicht wieder ein. Und dann passt das. So. Kein Fahrzeug da, worauf ich jetzt Lust hätte. Wir steigen einfach wieder hier mit ein. Gehen wir nach unten. Ja, ich bin's. So. Und direkt weiter, da kommt doch schon wieder ein Tank. Wenn ich das richtig sehe. Gleich mal wieder umrüsten. Die schwere Waffe. So, getroffen haben wir leider nicht. Ich sehe nicht, von wo jetzt verdammt nochmal ich geschossen werde. Ja, ich werde beschossen, ich weiß, vielleicht weiß. Na, wo ist er hin? Wenigstens aufklären, bevor ich getötet werde, was wahrscheinlich gleich der Fall ist. Schade! Ja, und die Flak schießt ein bisschen schneller als ich. Der Data Stream. So, lasst mich wieder rein. Wir versuchen mal mit auf den Panzer hier einzusteigen. So. Das Infrarotvisier anmachen, um natürlich auch mal wieder zu sehen, wo sie sich denn verstecken. Da unten. Gut. So, laut Minimap hier im Gebäude irgendwo. Da oben. Ja, da genau. Sieht er nicht auf der Brücke? Da. Nicht dagegen fahren, bringt dir gar nichts. Hier genauso wenig. So. Bisschen oft so, sage ich hier. So, so, habe ich schon so gesagt heute. Persönlich kotzt mich ein bisschen an, nur als Beifahrer, das ist ja nicht so ganz mein Ding. Ich fahre ja lieber selber. Manchmal kann man sich das ja halt nicht aussuchen. Und die Technik sind wir derzeit noch im Vorteil. Aber wir wollen natürlich nicht, dass sich das so ändert. Wie auf dem Drachenpass letztens. So. Ich würde jetzt natürlich da hinten hinballern. Wahnsinn, ich treffe. Trockenfahrzeug 1. So. Irgendwie ist das gerade ein bisschen dolle Öl. Ich habe keinen Bock hier mit dem Dorf rumzustehen. Ich renne einfach mal so weiter. Ich kann mir so ein bisschen mehr ausrichten hier. Schauen
mal, hier muss ja irgendwo ein bisschen was los sein. Gut, geht mit dir viel. Bis... Da haben wir ihn. So, leider etwas zu spät gesehen. Dachte erst, es ist ein Friendly Soldier hier. Dem war leider nicht so. Da oben haben wir... hatten wir noch jemanden. Wir schauen einfach auch mal nach oben. Von oben ist ja immer besser als von unten. Karte. Okay, wir kontrollieren eigentlich ziemlich von der Map. Charlie wäre natürlich auch noch schön. Aber jetzt rüberschwimmen auf die einzelnen Inseln. Das ist auch ein bisschen Quatsch. Also hier, da braucht jemand Reparatur. Da brauchte jemand Reparatur. Ja, ich muss das mal umdenken vom Versorgungssoldat zum Pionier. Ihr seht auch sicher, dass ich noch die Anfangswaffe vom Pionier habe. Ich habe den Pionier bisher kaum gespielt. Ich wollte erstmal den Versorger mit allen Schikanen ausrüsten und dann weitermachen. Das ist mir jetzt natürlich ein bisschen nachteilig zugute kommt, aber selbst die Anfangswaffe tötet genauso wie alle anderen Waffen. Vielleicht halt bloß nicht so schnell. Wir versuchen auf jeden Fall die Flak da zu entregeln, dass sie dir leicht machen. Nicht getroffen. So, und weiter geht's. Wir rennen jetzt einfach mal runter. Ja, du kriegst mich vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Naja, wäre auch zu schön gewesen, den Heli damit noch runterzuholen. Wir sind natürlich jetzt auch sehr weit zu dir im Anfangsgebiet vorgedrungen. Das ist teilweise nur eine Frage der Zeit, bis man halt selber mal krachen geht. Das soll aber gar nicht so das Problem sein. Steigen wir bei unserem Squadleader ein. Gucken, ob der mal ein bisschen Hilfe braucht. Ja, hier scheint nämlich ein bisschen was los zu sein. So, hier kommen sie doch gerade an. Habe ich doch gerade noch gesehen. Ja, entweder bin ich ein Blindfisch oder die sind schon weg. Steigt er aus dem Heli aus. Wo ist er hin? Irgendwo hier muss er sein. Wo ist hier die Sniper-Elite an der Brücke? An der Brücke, an der Mauer meine ich. Über Flächenbrand. So, die Sniper behaken Charlie ohne Ende. Obwohl ich das ungern mache, hier rüber zu schwimmen, schließe ich mich mal meinen Kameraden da jetzt einfach mal an. Schwimme mit. Natürlich wieder schöne Tauchfunktion, damit sie sich direkt aufklären. So, wird lila. Wieder auftauchen, bevor ihm komplett die Luft ausgeht. Da kommt das Boot. Wieder untertauchen. Hoffentlich hat es uns noch nicht gesichtet. Da ist ein feindliches Boot. Westlich deiner Position. Klein ist es auch hier. Jetzt hoch. Und kurz wieder runter. Alles ein bisschen. Huch, ein bisschen knapp. Doppelt auf Y gedrückt. Ganz schlecht. So. Schauen wir mal. Ob wir hier noch ein paar Opfer haben oder ob ich das Opfer bin. Gut. Ein Opfer haben wir. Da geht's. Gerade ein bisschen. Da haben wir ein bisschen spät markiert. Eigentlich ein bisschen riskant. Da vorne er. Ja, und. Komm, lass mir einfach in Ruhe. Spinner. Ich habe eine größere Mission zu erfüllen als du mit deinem Kakeli. Tja. Der wusste hätte, wer ich bin. Ja, hätte er wahrscheinlich weitergeschossen. Aber. Strudelkit. Oder Strudelkit. Wir helfen hier einfach direkt mal weiter, da kommt ein Fahrzeug, da haben wir doch ein bisschen was fürs Fahrzeug. Na!
Fahrzeug zerstört. Das war mehr Glück als alles andere gerade. Und vor allen Dingen ganz viel Glück, dass wir das überlebt haben. Ich muss nachladen. Ganz geile Sache. Boah, Treffen auf die Entfernung mit der Knifte, ey, das ist ja mal schrecklich. Oh, ich habe die Lampe freigeschaltet. Genau, damit der Gegner uns dann noch schneller aufklären kann. Also, das heißt natürlich, immer die Lampe anmachen. Ne, auch wenn ihr nicht gesehen werden wollt, immer schön die Lampe anmachen. Ist natürlich nur Spaß, auf keinen Fall. Das verrät euch nur ohne Ende. So. Hier haben wir noch so einen Spinner. Naja. Gleichzeitig den Auron 72 mit ausgeschaltet. Er hatte auch die MX4. Gut, er war Level 12. Das kann man natürlich an sich jetzt nicht so vergleichen. Wir steigen hier nochmal mit ein, versuchen wir das Boot von der Ferne noch mit zu befahren. Schade eigentlich. Hätte besser laufen können. So, der Herr ist hier bestimmt aus seinem Boot ausgestiegen, was er denn doch nicht ist. Das heißt für mich jetzt aber. Ja, erstmal warten, bis ich wieder spawnen darf. Und vielleicht der mit als Gast auf dem Heli mit einsteigen. Da war jemand schneller als ich. Ich steige einfach hier wieder bei Charlie ein und versuche hier wieder übel alles zu reißen. Wenn ich den Feind sehen würde. Weg. Hoffen wir's. Sonst killt er uns gleich. Hektisch umherrennen. Das hilft immer. Uah! So. Da drüben ist noch ein bisschen was. Er könnte uns von hier von da drüben schon behaken, aber. Nein, 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 nein. Hinlegen. Deckung, Deckung. Ist es Deckung? Von wo? Von wo? Fahrzeug da hinten. Getroffen. Wir treffen jetzt leider gerade nichts. Ja, ich bin immer etwas still, wenn ich mich natürlich auch ein bisschen konzentriere dabei. Das kommt schon noch, dass ich durchgehend sabbeln kann. Einige wünschen sich das bestimmt, andere wiederum sagen, Mensch, kann der auch zwischendurch mal die Klappe halten? Das kann ich. Sollte ich vielleicht auch manchmal. Da kommt nicht der Kojote um die Ecke und killt mich. Sehr geil. Dafür gibt es ein nettes Dankeschön. Hier ist doch jetzt irgendwo ein Infanterist. Genau, der schwimmt einfach mal auf uns zu. Ja, ich lade auch erstmal noch nach. Ganz cool. Gut, keine Munition mehr. Das ist jetzt doof. Vielleicht liegt hier irgendwo ein Munitionspackage. Oder auch nicht. Unser Boot brauchen wir uns nicht mehr drauf zu konzentrieren. Wir merken, geht hier bei Charlie gerade ein bisschen. Bisschen dieses Campen ab. Wenn jetzt mitbehakt. Dann kommt dann auch noch ein Kampfheli dazu. Also ich renne gerade mehr durch die Gegend, als dass ich effektiv hier von Nutzen bin, glaube ich.
Deswegen werde ich mich jetzt einfach mal hier verziehen und hoffen, dass ich mit dem Boot schnell wieder Richtung Delta komme. Und wir steigen nochmal um, weil da sehen wir doch jemanden. Ah, leider schon weg, aber hier sehen wir auch noch jemanden. Na, geht tot? Geht doch. Den haben wir. Und direkt aussteigen und wieder am Kriegsgeschehen teilnehmen. Ah, du hast schon jemanden drin, ich sehe das. So. Ach so, muss ich mir echt abgewöhnen, ne? Fällt mir gerade wieder auf, dass ich schon wieder sage. Und vielleicht zählt da sogar einer mit. So, jetzt wäre es natürlich cool. Da oben ist ein bisschen was drin wahrscheinlich. Waghalsig stürzen wir uns ins Tümmel und killen leider nicht wie ein Gentleman direkt von hinten, aber wäre sich nun mal so offensichtlich. So, das nächste Opfer. Ja, natürlich kommen natürlich auch noch ein paar von denen. Ewig leben wäre eh langweilig. Da würde man gar nichts von den verschiedenen Spawnpunkten sehen hier auf der Map. Gut. Wir spawnen mal wieder beim Squad Leader, der sich hoffentlich gut positioniert hat. Ich, ja, okay. Diese Position hast du gewählt. Oh. Mist. Das ist so schön gewesen jetzt. Trifft man nicht, aber wir nachladen. Wir laden nach. So, der dreht sich mit dem Rücken zu uns, wie wir da auf der Map gerade mitkommen. Das wird wahrscheinlich nicht lange so sein. Fahrzeug ist weg oder nicht? Also ich weiß es nicht. Okay, jetzt fährt das Fahrzeug von uns dorthin. Versuchen wir jetzt einfach weiter mal mit Delta zu nehmen. So, gucken wir wieder, ob hier oben wieder jemand rumschleicht. Auch von uns einige. Wir haben einen Bravo verloren. Haben wir. So schlecht ist die Knarre gar nicht, auch wenn sie natürlich übel nach oben verzieht. Wir könnten natürlich auch entgegenlenken. Wenn sie nach oben zieht, natürlich ein bisschen nach unten gegensteuern. Ich selbst, wie in dem anderen Video schon erwähnt, ich glaube in Altai war es, mache lieber kurze Feuerstöße. Das habe ich mir so angewöhnt. Erst schon sehr spät heute. Ach. Man sieht's, blau und rot. Ich habe eine blau und rot Schwäche. Damit das besser verständlich ist. Wieso jetzt unbedingt mein Kamerad da umholzen wollte. Na, fahr noch mal ein bisschen vor. Jetzt treffen wir natürlich gar nichts. Ha, immerhin noch mal was abgeschossen. Ja, abgeschossen, die Rakete. Getroffen leider nicht. Gut, ich hoffe dennoch, dass es Spaß gemacht hat zuzuschauen bei meinem Let's Play im Langhangdamm. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und ja, damit würde ich das Ganze beenden. Ihr seht ja jetzt auch wieder hier, ja, AK-5C jetzt gerade erstmal freigeschaltet. Wie gesagt, mit dem Pionier und mit den anderen Waffen nicht wirklich was gemacht, hauptsächlich mit den LMGs. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Gunshot.